Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Harveys neue Augen. In der letzten Episode haben wir hier das gute Stück mit das gute Stück Baum, wo Edna ihre Widmung an uns raufgeschrieben hat, in den Ofen gelegt und mit einer Zigarette von Shawnee angezündet. Und jetzt hat die liebe Doris wieder Feuer im Ofen und kann lecker Essen kochen. Was mich aber noch interessiert, daran habe ich in der letzten Folge auch schon gedacht, ich habe es halt einfach nur irgendwie nicht gemacht. Wir haben ja dieses Riesenstück Baum aus dem Baum geschnitzt. Was ist denn eigentlich aus Suka geworden, die dort nebenbei auf dem Schaukelbaum rumgeturnt ist? Oh. Ja. Komisch. Sie ist weg. Na gut, dann gehen wir weiter zu Doris und sagen ihr, dass das Feuer wieder geht und dass sie uns jetzt endlich das köstliche Essen kochen kann, damit wir oben in das Zimmer der Oberin gehen können. So, in die Kantine. Doris, das Feuer läuft im Ofen. Lilly wollte Doris nicht weiter stören. Die Kantinenfrau hatte alle Hände damit zu tun, das Essen für die Oberin zuzubereiten. Und es waren große Hände. Ah, hervorragend. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hochgehen zur Oberin, dann ist das Essen schon in diesem Essensfahrstuhl. Wie nennt man sowas? Aufzug? Probieren wir es einfach mal. So, hier lang. Und auf schnellsten Weg zur Oberin rein. Ah, da steht es schon. Grrr. Ach, grrr. Da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Nun gut, dann schnappen wir uns mal den köstlichen Braten. Und bringen ihn zu Lumpi in den Futternapf. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Können wir es wieder wegnehmen? Ah, tatsächlich. Und was sagt denn die Pflanze zu einem leckeren Braten? Oh. Oh. Jetzt haben wir einen Teller. Wenn wir das hier in den Aufzug stellen, kriegen wir dann neues Essen von... Ah, von Doris. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Ich glaube nämlich, wenn wir Lumpi jetzt das Taubenfutter, also das Futter mit Taubengeschmack geben, dann wird sie scharf auf die Taube und holt sie vom Dach des Klosters. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Hol sie dir, Lumpi. Können wir sie mit dem Ballon, in dem wir ihn platzen lassen, erschrecken oder so? Lilly mochte statische Elektrizität. Es erinnerte sie an das Gefühl, das sie hatte, wenn sie an ihre Eltern dachte. Okay, also das anscheinend nicht. Und die Knallfrösche? Lilly hatte mal ein Bild gesehen, auf dem eine Taube Knallfrösche im Schnabel trug.
Oder zumindest etwas Ähnliches. Aber spontan fiel ihr keine Möglichkeit ein, die Feuerwerkskörper zur Taube zu bekommen. Lilly konnte nicht besonders hoch werfen. Vielleicht mit dem Ballon? Ha, und jetzt zur Taube? Der Plan war heikel. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten... Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Lilly! Wir sollten vielleicht nicht sofort zur Oberin gehen. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell! Okay. Monitore? Aber ansonsten... Abhöranlage? Wie ist der aus dem Beichtstuhl Lilly gekommen? Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen spielen. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Hm. In den Schlafsaal? Zur Kapelle. Okay. Nicht trödeln. Na los! Kann ich eigentlich wieder rein? Wo bleibst du denn? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ja. Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass sie diese Aufsässigkeit in ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Schnell hinterher, würde ich sagen. Und...
Hier ist auch das... Als Lily den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Wenn Edna nicht mehr da ist, können wir dann das Wollknäuel mitnehmen? Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lily wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Na gut, dann das Tagebuch. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lily versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lily, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Da ist sie! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Edna, es ist alles Ednas Schuld. Da Edna unsere beste Freundin ist, würde ich sagen, verpfeifen wir sie nicht. Garrett hat es mir befohlen. Der Garrett auf unserer Seite zu sein scheint, auch wenn Edna ihm nicht traut, möchte ich ihn auch nicht unbedingt verpfeifen. Dr. Marcel ist böse. Ungünstig, das zu sagen, wenn er vor uns steht. Bären für die Oberen. Oder Nazi-Vampire im Hintergarten. Ich befürchte, dass sie die Bären erkennen wird, wenn wir sie ihr geben. Deshalb, wir haben Nazi-Vampire im Hintergarten verscheucht. Das dauert mir zu lange. War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Der hat uns getasert. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie, Woogie. Woogie. Pah! Woogie! In der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lily. Du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Das Chaos, Lily. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kind. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberheim. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lily? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lily mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe.
Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Anscheinend müssen wir ja. Aha. Verbote. Feuer machen, Erwachsenen widersprechen, Alkohol trinken, lügen, gefährliche Orte betreten, spitze Gegenstände verwenden, wütend werden und tun und lassen, was man will. Okay, was haben wir hier? Edna's Karte und Bern. Nehmen wir erstmal die Tassen und stellen sie ihm hin. Psst, Lilly! Oh, das kam aus dem Bild, oder? Aber Leute, wenn ich so auf die Uhr sehe, dann bemerke ich, dass diese Folge eigentlich schon wieder vorbei ist. Und deswegen würde ich sagen, hören wir mal hier auf und machen in der nächsten Episode weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Harveys neue Augen. Bis dann. Tschüss.